Zum Mittagessen gab es heute Lahmacun bei uns. Die genauen Rezeptangaben schreibe ich euch in die Kommentare. Als erstes habe ich den Teig gemacht. Den habe ich dann abgedeckt, so 30 bis 45 Minuten gehen lassen. Dann habe ich den Belag vorbereitet. Wir machen das ein bisschen anders. Bei uns kommt da also kein Gemüse rein, nur Hackfleisch, Gewürze und Zwiebeln, Tomatenmark und Paprikamark. So, die Teige habe ich dann zu Kugeln geformt, die dann einzeln ausgerollt, den Belag draufgegeben und die dann einzeln gebacken. Das ist definitiv einer meiner Lieblingsgerichte.